Hallo, ihr Roy-Typen, und damit recht herzlich willkommen auf dem großen Kanal. Und weil wir das immer kleine Spiel von Stefano Kalani. Und zwar spielen wir heute Sanctai. Ich bin Unreal Engine gemacht und es soll ziemlich, wie man schon sieht, ziemlich creepy sein. Wow. Ich fahre natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Ich kriege hier. Ich habe sogar dafür $1 bezahlt, was ich nur gerechtfertigt finde für die ganze Arbeit, wo er hier leistet und macht und die Spiele, wo er einem hier zur Verfügung stellt. Im Moment kann ich nur langsam laufen. Ich bin anscheinend verletzt. Ich weiß aber nicht, wohin ich laufen soll. Oh, die Atmosphäre ist so creepy. In Omeli Patrick. Amen. Geh mal. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Einmal, ich geh mal da zurück. Wir hatten einen Autounfall. Und sind hier irgendwo gelandet. Wait. Wir müssen auf die andere Seite gehen, ja. Wir haben eine Beinverletzung. Oh, die Atmosphäre, der Sound. Verheißt ja schon mal nichts Gutes. Es könnte also etwas creepy werden. Seid gewarnt. Ja, ich meine. Weil wo sind wir hier gelandet? Überall diese Kreuze. Und unser Mitinsasse, der scheint es nicht so ganz überlebt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Laufe ich denn richtig? Also rennen kann ich mal nicht, ne? Hier scheint es weiter zu gehen. Wir sind eine Frau. Oh je, wir sind verblutet. Wir müssen ja irgendwo Hilfe suchen, oder? Der Sound ist so creepy, Leute. Die Atmosphäre. Überall diese Kreuze und diese Krähen, wo ja meistens immer hier ein Zeichen für was Böses ist, ne? Bedeutet ja nie was Gutes, ne? Wenn man hier irgendwo einen Weg reinkommen würde. Aber im Moment bin ich noch hier ein bisschen am Rätsel. Weil auf der Seite kommen wir ja auch nirgends rein. Hier ist ja auch nirgends ein Durchgang. Weil ja alles abgezäunt und versperrt ist. Interesting. Wo müssen wir jetzt hin? Oder hat hier Senioros, die wollen wieder was übersehen? Aber hier scheint es reinzugehen. Wir haben den Durchgang gefunden. Wir suchen ja nach Hilfe. Vielleicht ist ja unser Mate hier, also unser Mitinsasse noch zu retten. Wer weiß, wer weiß. Ah.
mille grazie, grazie mille. Come stai? Ah, bene. Oh. Was würdet ihr machen, wenn ihr so einen Autounfall hättet? In dieser. Oh. Und scheint nicht gut zu gehen. Holy moly, da hängen ja nur Schaufensterpuppen. Da hängen nur Schaufensterpuppen rum. What? Oh mein Gott. Holy moly, das sind ja alles nur Schaufensterpuppen. Also, what the? Alles nur Schaufensterpuppen. Alles ist auch in der Kopf. Wo ist der Kopf? What? Der Kopf. Gott. Die ganzen Ladies hängen hier an den Kreuzen rum. Oh je. Yeah. Ich schau lieber mal nicht nach unten hier, ne? Es hat immer seine Spiele gerade solche Spiele. Ich habe immer den Charakter von den alten 70er, 80er Jahren Horrorfilmen. Wo die Filme noch wirklich gut waren. Wir sind hier irgendwo im Feld. Und überall ist ja abgezäunt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier lang soll. Oh, hier ist der Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Die Musik dazu war Okkult-Schocker. Wenn man bedenkt, was solche Kulte oder solche Sekten gibt es ja immer noch. Ne? Die wird es immer geben. Gerade in den USA oder so. Das ist ja ziemlich verbreitet. Ne? Wie gesagt, da ist nur Schaufensterpuppen. Bleib stehen. What? Oh, was hat er daran? What? Was macht er jetzt? Not good, not good. Ah, no! Oh, oh! Holy moly, wow! Yo! Slash it! Slash it, hey! Thank you very much. Mille grazie. Jo. Oh, die Beine sind weg. Ja, leck die Katze mal. Oh, Jesus Christ.
Wow, oh Gott, wow. Ich glaube, ohne Beine, dann tut sie nichts mehr husten, oder? Also schau, Peter Puck. Also schau, Fensterpuppe. Jo. Wo sind meine Beine? Wow. Und dann noch diese schöne harmonische Musik hier, ne? Ja, ganz easy. Also schau, Fensterpuppe hier, ne? Wow. Ich bin geplättet, ja. Wie realistisch dieses kleine, feine Spielchen doch war. Ein bisschen Wi-Fi. Tja. Ein Ausflug mit Folgen. Wer hätte das gedacht? Wow. Was er macht, ist einfach großartig. Realized by Stefano Cagnani. Oh, great. Great, great, great. Wow. Also, dieser Dollar war es echt wert. Soll ich es hier für schwache Nerven, aber wow. Wow. Big thanks, wow. For another great, scary, creepy, disturbing experience. Wow. Wow. I love it. Thank you very much. Ja, Freunde, das war Sanktai. Ziemlich cooles, kleines Spielchen. Ich bin immer gespannt hier, was auf mich zukommt, wenn ich das rausbringe. Ich weiß es ja nicht. Aber es sind ja alles noch Schaufensterpumpen, ne? Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rotzi-Kanal. Wenn ihr bewertet auf das Video, schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the head button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, schützt euch bitte, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Wir wollen uns sehr freuen, wenn wir da einschalten würden. Ne? Wir sagen, tschüss mit ihr und fingerdiger Rotz. Euer Rosti, thank you and goodbye, grazie mille, stay healthy my friend and have a wonderful Christmas time. Good night and goodbye. Bye bye. And great holiday. Nice holiday. Happy holiday. Goodbye.